Bürgermeister Gleim, normalerweise heißt es ja immer, wenn das Wetter schlecht ist, ist die Landesregierung schuld, wenn es gut ist, hat es die Kommune gemacht. Also an dieser Stelle Glückwunsch zum guten Wetter. Dann habe ich auch hier meine ständigen Begleiter, die haben jetzt auch mal hier sozusagen die Möglichkeit, das schöne Gemünden kennenzulernen. Herzlich willkommen. Dann haben wir Herrn Landrat Hubert. Ich kann dich filmen. Wir haben Herrn Geschäftsführer Schaller, wir haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Landtag, Frau Ravensburg und Herrn Frömmrich. Und wir haben Sie hier, die Damen und Herren, die hier sind. Und ich freue mich, dass ich heute hier sein kann, weil ich heute was ganz Besonderes vorhabe und das auch der Grund ist, warum ich hier bin. Hinter mir steht das 1000. Windrad, was in Hessen errichtet worden ist. Und das ist der Grund, warum ich heute hier bin, weil ich glaube, dass gerade dieses 1000. Windrad, Herr Bürgermeister, Sie haben es angesprochen, zeigen kann, wie man Energiewende vor Ort vorbildlich gestalten kann. Und dazu an dieser Stelle schon mal herzlichen Glückwunsch. Was bedeutet... Ja, ist ja in Ordnung. Alles klar. Ja, ist ja in Ordnung. Lassen Sie einfach hier und sagen, gut. Also, ich will Ihnen ja auch gleich erklären, warum ich finde, dass es was Gutes ist. Und warum ich an dieser Stelle auch sage, dass ich am Ende des Tages überzeugt bin, dass wir auch Sie überzeugen werden. Also, was bedeutet diese Zahl 1000? Für die einen... Zwei stehen links von mir, sind 1000 Anlagen zu viel. Für andere dürfte die Zahl ruhig noch größer sein. Und es ist angesprochen worden, eigentlich waren hier mal 11 Anlagen geplant. Es sind am Ende 7 geworden, weil wir, auch wenn wir die Energiewende als großes Ziel haben und politisch wollen, natürlich an dieser Stelle darauf achten, dass alle Regeln eingehalten werden, dass Abstandsregeln eingehalten werden, dass eingehalten wird die Naturschutzvoraussetzungen, dass eingehalten wird alles, was wir in unserem Rechtsstaat so wollen. Und ich will an dieser Stelle sagen, manchmal bei vielen Punkten wird ja gesagt, warum gehen Planungen nicht schneller? Ja, es gibt Länder auf der Erde, in denen gehen solche Planungen schneller, aber wenn wir ehrlich sind, in solchen Ländern wollen wir alle nicht leben. Und deswegen muss man manchmal einfach damit leben, dass wir aus guten Gründen alle Interessen gegeneinander abwägen und Bürgerinnen und Bürger beteiligen. Die auch ein Netz hier oben haben, wie ich gerade sehe. Wenn Sie noch, wenn Sie telefonieren könnten, wäre es schön, wenn Sie dann nicht neben mir stehen. Gut, danke. Also, die Zahl 1000, meine sehr verehrten Damen und Herren, zeigt... eindrucksvoll. Die Energiewende in Hessen findet statt. Trotz aller Schwierigkeiten werden Investitionen in Millionenhöhe getätigt. Und diese Investitionen sorgen am Ende dafür, dass es auch Wertschöpfung vor Ort gibt. Die erneuerbaren Energien haben inzwischen einen bedeutenden Anteil an der Stromversorgung. Und ich glaube, dass wir an dieser Stelle zeigen können, dass dem Klimawandel durch gemeinsames Handeln entgegengewirkt wird. Ja, Sie können sich ja dahin stellen, da sehe ich Sie auch besser. Sehen Sie, jetzt kann ich es auch einfacher lesen. Danke. Und ich will vielleicht an dieser Stelle, weil manchmal muss man darauf hinweisen, warum machen wir das eigentlich? Warum machen wir das eigentlich? Wir machen das, weil wir in Deutschland endgültig aus der Atomkraft aussteigen wollen. Da muss man manchmal dran erinnern, dass wir in Deutschland noch laufende Atomkraftwerke haben. In Hessen nicht mehr, glücklicherweise. Aber in Deutschland haben wir sie noch. Und manchmal höre ich dann das Argument, die Energiewende, die Investitionen, das sei zu teuer. Ich will mal darauf hinweisen, wir haben in Südhessen Biblis A und B. Die sind glücklicherweise seit 2011 abgeschaltet.
Aber soll ich Ihnen mal sagen, dass wir davon ausgehen, dass alleine der Atommüll, der seit Mitte der 70er Jahre in Biblis produziert worden ist, in den nächsten Jahrzehnten für die Entsorgung und die Lagerung und die Bewachung eine Summe von 2,5 Milliarden Euro verschlingen wird. Und wir gehen davon aus, dass das vielleicht noch nicht mal reicht. Und dass zusätzlich der Abriss von Biblis A und B, der jetzt beginnt, eine Summe von 2 Milliarden Euro kosten wird. Und ich höre oft, die Entsorgung und wie, was wird eigentlich später mit diesen Windrädern passieren? Also zu sagen, jedes dieser Windräder muss, damit es gebaut werden kann, jetzt schon eine Bankbürgschaft vorlegen, damit es später auch abgebaut werden kann. Ich wäre froh, wenn die Atomkraftwerke sowas hätten. Haben sie aber nicht. Und ich glaube, dass wir auf einem zweiten Punkt uns noch genau Gedanken machen über die Frage, warum machen wir das eigentlich? Wo kommt unser Strom her? Wir haben in Hessen, wie gesagt, ich stehe vor dem 1000. Windrad, in den letzten Jahren aufgebaut. Aber es gehört auch zur Wahrheit dazu, dass wir in Hessen unseren Strom zu einem ziemlich großen Teil aus anderen Bundesländern bekommen. Und momentan kommt unser Strom, den wir nicht selbst hier erzeugen, das ist ungefähr die Hälfte, den wir aus anderen Bundesländern bekommen, zu einem ziemlich großen Teil aus Kohlekraftwerken in Nordrhein-Westfalen. Und man kann ja leugnen, dass es den Klimawandel gibt. Man kann auch leugnen, dass es sowas wie sagen, Veränderungen gibt. Man kann auch dafür sein, neue Kohlekraftwerke zu bauen. Ich meine, da kann man sogar amerikanischer Präsident mit werden. Aber ich glaube, dass ich auch in Ihrem Sinne sage, unsere Haltung ist das nicht. Wir wollen unsere Energieversorgung in den nächsten Jahren und Jahrzehnten verändern. Wir wollen aus guten Gründen die Atomkraftwerke abschalten. Wir wollen Schritt für Schritt auch die dreckigen Kohlekraftwerke abschalten. Und wer abschaltet, der muss gleichzeitig auch anschalten. Und genau das tun wir hier. Und dazu nochmal herzlichen Glückwunsch. Was wir hier haben, ist ein Projekt, wo sehr deutlich wird, dass es gemeinsames Handeln gibt. Es gelingt hier, was bei anderen Standorten manchmal weniger gut gelingt, und deswegen ist das hier auch ein vorbildliches Projekt. Einbindung der Bürgerinnen und Bürger, regionale Verankerung, Angebote zur auch finanziellen Beteiligung. Sie haben es angesprochen, die Betreibergesellschaft hat ihren Sitz in Gemünden. Als Beteiligungsform wurde sozusagen nicht die Variante gewählt, dass einzelne Windanlagen ausgegliedert werden, sondern dass es eine Gesamtbeteiligung gibt an einem Windpark. Und das heißt natürlich, dass es eine gemeinsame Bewirtschaftung gibt und dementsprechend auch eine solidarische Verteilung. Und an der VEW, auch das gehört dazu, sind ja auch die Städte und Gemeinden im Umland beteiligt. Das ist ein wirkliches Gemeinschaftsprojekt, wo völlig klar ist, dass wir hier Wertschöpfung vor Ort haben, dass wir hier nicht nur saubere Energie erzeugen, sondern dass die Wertschöpfung auch wirklich vor Ort bleibt. Und diese Form der Teilhabe ist beeindruckend und besonders zu würdigen. Und ich will an dieser Stelle auch sagen, die Information und die Aufklärung im Vorfeld ist hier vorbildlich gelungen. Und genau das versuchen wir an anderen Orten in Hessen auch. Wir haben als Ministerium unser Informationsangebot Bürgerforum Energieland ausgeweitet in den letzten Jahren. Es gab bisher hessenweit etwa 80 Veranstaltungen in ca. 45 Kommunen. Wir haben sogenannte Faktencheck-Veranstaltungen durchgeführt, weil man ja manchmal sehr besondere Behauptungen hört. Und meine Antwort auf all diese Punkte sind immer Fakten, 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 Aufklärung und immer versuchen, auf jede Frage auch zu antworten, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ich will an dieser Stelle sagen, für diejenigen, die sich für Fakten interessieren, haben wir gute Antworten. Bei anderen ist es eher eine Gefühlsfrage, da kann man mit Fakten an dieser Stelle
vielleicht weniger erreichen. Aber ich habe neulich mit Denkmalschützern diskutiert, wo es auch um Landschaftsbild geht. Und natürlich ist so, und das wissen Sie alle, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist so. Immer wenn sich etwas verändert, ist es so, dass Menschen Fragen haben. Und auf diese Fragen muss man Antworten geben. Aber ich wage hier eine Prophezeiung. Wenn in 20 Jahren die ersten Windräder abgebaut werden, wird es Leute geben, die sagen, lasst sie doch stehen, es gehört zum Landschaftsbild. Das wird passieren, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und dementsprechend bin ich überzeugt davon, das sagen auch alle unsere Zahlen, wenn die Räder erstmal stehen, wenn die Menschen sehen, dass die Befürchtungen, die vorher geäußert wurden, überzogen waren, dass sie am Ende des Tages sich gut einfügen können, dann wird am Ende die Diskussion sich auch versachlichen. Und nochmal, ich bin froh, dass ich hier vor der 1000. Anlage in Hessen stehe. Wir haben, wenn ich mir diese 1000 Anlagen anschaue, eine installierte Leistung von 1700 Megawatt. Wir liefern inzwischen 7% des Bruttostrombedarfs in Hessen durch Windkraft. Das ist, ich habe es ja gesagt, noch nicht genug, aber verglichen mit der Vergangenheit wird es zunehmend mehr. Wir hatten 2014 und 2015 einen Zubau von über 200 Megawatt installierter Leistung jährlich. Wir waren 2016 bei knapp 300 Megawatt und ich gehe davon aus, dass 2017 vergleichbar sind. Und es gibt noch 174 Windenergieanlagen, die genehmigt sind. Und das zeigt, dass wir an dieser Stelle ernst machen mit der Energiewende. Und dann wird oft gesagt, das kann doch nicht am Ende wirklich dazu beitragen, dass man ein Industrieland wie Hessen, dass man ein Industrieland wie Deutschland mit Energie versorgt. Und ich sage, doch, das kann es. Und ich will Ihnen vielleicht an drei Zahlen mal deutlich machen, was wir inzwischen erreicht haben in Hessen. Die erneuerbaren Energien insgesamt, also alle, Windräder, Wasserkraft, Photovoltaik, in Hessen sorgen inzwischen dafür, dass so viel Strom produziert wird, wie 1,8 Millionen Haushalte verbrauchen. Alleine die zugebauten Anlagen seit 2014 sorgen dafür, dass es über 400.000 Haushalte mehr geworden sind, die wir mit sauberem Strom versorgen können. Und vergessen Sie bitte den Klimawandel nicht, die seit 2014 zugebauten Anlagen sparen so viel CO2 ein, wie 550.000 Autos im Jahr ausstoßen. Auch an dieser Stelle zeigt sich, das ist ein Projekt vor Ort, aber es ist wichtig für alles, was in diesem Bundesland passiert. Und es trägt dazu bei, dass wir am Ende ein besseres Leben haben. Ich will das mal so pathetisch sagen, weil wir unsere Energie sauber und ohne Abgase und ohne Atommüll produzieren. Und ich will deswegen sagen, herzlichen Glückwunsch zu diesem Projekt. Ich wünsche diesem Projekt wirtschaftlichen Erfolg. Ich wünsche diesem Projekt, dass die Akzeptanz nicht nur hoch bleibt, sondern vielleicht sogar noch ein bisschen höher wird. Ich weiß, Sie müssen sich jetzt noch überlegen, wie Sie die paar 20% und in welcher Form Sie die den Bürgerinnen und Bürgern anbieten. Ich bin sicher, dass Sie auch dafür eine gute Lösung finden. Und Sie können für immer stolz darauf sein, dass hier in Gemünden das 1000. Windrad Hessens steht. In diesem Sinne viel Erfolg und vielen Dank. Liebe Bürgerinnen und Bürger, was bleibt mir jetzt eigentlich noch zu sprechen?
Ich bedanke mich bei unserem Herrn Minister Tarek Al-Wazir, dass er die tausendste Anlage quasi in Betrieb genommen hat oder es vielleicht noch tut. Und wissen Sie, was mir aufgefallen ist? Der Bürgermeister, dem ist heute früh das Herz übergegangen. Haben Sie es gemerkt? Er hat sich so gefreut auf diesen Tag und ich mich übrigens auch. Und ich habe diesen Prozess von Anfang an natürlich mit begleitet. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil ich die Bilder aus Fukushima und weil ich sie aus Tschernobyl nicht vergessen habe. Und wir hören nichts mehr in den Medien, wie es den Menschen da geht. Und das